Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren WM First 18 Orakel. Und ich muss mal gleich zu Beginn raushauen hier, Ben Masterful, guck mal. Das ist eine Serie, wo es Südkorea gibt. Deutschland versus Südkorea hier, Leute. WM 2018 Orakel, 4 Sticker-Tütchen sind am Start. Und mit dieser Serie kann ich diese Partie perfekt orakeln. Südkorea ist dabei, Deutschland natürlich auch. 4 Sticker-Tütchen, 2 Sticker-Tütchen stehen für eine Halbzeit. Und ich sag natürlich, das wird die einfachste Partie in der deutschen Gruppe. Und ich sag, Deutschland wird Südkorea besiegen mit einem 4:0. 4:0 ist mein Tipp, ihr könnt mal schon eure Kommentare und eure Tipps in die Kommentare schreiben, also eure Tipps in die Kommentare. Was habe ich eben gesagt? Irgendwas komisches. 2 Sticker-Tütchen stehen für eine Halbzeit. Natürlich kann ich die richtigen Tipps da nicht einblenden, weil das Orakel wird es ja quasi dann nochmal zur WM 2018 geben. Das ist hier quasi nur nochmal so ein Vor-Orakel, kann man sagen. Wir starten mit der ersten Halbzeit und wir starten mit Hugo Almeida, den Portugiesen. Dann Chinedu Ubasi von Nigeria. Giovanni dos Santos, Alexis Sanchez und das spanische Mannschaftsfoto. Zweites Tütchen, Rio Ferdinand, die alte Legende, der Engländer. Oh, das ist Südkorea, Kim Dong-jin mit dem 0:1. Südkorea führt gegen Deutschland. Was ist hier los? Griechenland-Mannschaftsfoto. Pak Nam Kol. Und der Japaner Hideo Hashimoto. Leute, was ist hier los? 0:1 zur Halbzeit. 0:1 zur Halbzeitpause. Zum Glück haben wir noch 2 Tüten am Start und die deutsche Nationalmannschaft kann hier noch was ändern. Steven Gerrard, Stevie G. Auch eine Legende, kann man so sagen. Stevie G, Leute, richtig geiler Fußballer von Liverpool. Spielt ja aktuell nicht mehr. Lee Won-G. Ah, Südkorea. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich glaube, das ist der Keeper, oder? Weil der hat hier rot und der hat blau. Ich glaube, das ist der Keeper. Das heißt, es bleibt beim 0:1. Aber der nächste Sticker von der deutschen Nationalmannschaft wird pariert. Was ist denn hier los, Mann? Ist Südkorea am häufigsten in der WM 2010 Sticker-Serie dabei gewesen, oder wie? So, wen haben wir hier? Torsius. Fanteni. Argentinien-Logo. Diego Milito und das Frankreich-Mannschaftsfoto und Südkorea bezwingt wirklich hier in meinem WM 2018 Orakel. Leute, keine Ahnung, was das war. Ich wollte sagen, WM 2018 Orakel, Südkorea bezwingt Deutschland mit einem 0:1. Kann ich mir nicht glauben, Deutschland wird definitiv gegen Südkorea sowas von locker easy gewinnen. Leute, aber nichts für ungut. Ich werde das Ganze ja nochmal orakeln, dann mit den neuesten Stickern der WM 2018. Es geht ja bald los, kann man sagen. Dauert ja nicht mehr so lange, bis dann die neuen Produkte von Panini kommen. Das war's dann auf jeden Fall von mir mit dem WM 2018 Orakel. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.